Der Stichtag. Zum Untergang aller Stummfilmstars. Heute, vor 95 Jahren, wurde der erste Tonfilm The Jazz Singer vorgestellt. Spannende Geschichte erzählt von Norbert Kunze. Ladies and gentlemen, I am privileged to say a few words to you in this most modern and novel manner. Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. So war es auch mit dem Jazzsinger, der das Ende des Stummfilms doch zugleich den Aufbruch in eine neue Ära verkörperte. What is the picture? Warner Brothers, Supreme Triumph, Al Jolson in The Jazzsinger. Die Tonaufnahmen wurden erst durch das revolutionäre Vitaphone-Verfahren möglich. Dabei wurden Gesang und Sprache separat auf Wachsschallplatte aufgenommen und bei der jeweiligen Wiedergabe entsprechend parallel zum Filmprojektor gestartet. You are not only going to have the opportunity of seeing Mr. Jolson through this marvelous invention Vitaphone, you are also going to be able to hear him talk as well as sing. Hauptdarsteller Al Jolson sang sich mehr, als dass er sprach, durch eine Handlung, die aus mehreren Gründen bemerkenswert ist. Now I'm going to let you see a few more scenes of the jazz singer. Jolson spielt den jüdischen Sänger Jackie Rabinowitz, der nicht in die Fußstapfen seines Vaters als Kantor der Gemeinde treten will. Im Streit verlässt der junge Mann die Familie und geht seiner Leidenschaft nach, dem Jazz. Jahre später kehrt er mit neuem Namen als Jack Rubin zurück in die Arme der Mutter. Mama, listen, I'm gonna sing this like I will if I go on the stage, you know, with this show. I'm gonna sing it jazzy. Now get this. Der Konflikt mit dem orthodoxen Vater steht auch für einen Wandel von einer streng religiösen zu einer offenen Gesellschaft. Das passte zum Hollywood der 1920er Jahre, fußte die gesamte US-Filmbranche doch auf jüdischem Unternehmertum. Produzenten wie Samuel Goldwyn, Louis Mayer oder eben die Warner-Brüder trieben die Branche auch technisch, mutig und mit Energie voran. Well, how do you like that? Well, you ain't seen nothing yet, brothers and sisters. Was man jetzt hier nicht hört, im Film jedoch eindeutig sieht, ist weit weniger fortschrittlich, zur damaligen Zeit hingegen üblich gewesen. Al Jolson schminkte sich in der Tradition der Minstrel-Shows das Gesicht schwarz. Heute ist diese Praxis unter dem Begriff Blackfacing als rassistisch und stereotyp verpönt. Mammy, Mammy. Der Film entwickelte sich nach seiner Premiere zu einem großen kommerziellen Erfolg und als First Talkie zum technischen Antriebsmotor der gesamten Branche. So zog auch die deutsche Filmindustrie nach und brachte zwei Jahre später den ersten Tonfilm in die Kinos, Melodie des Herzens, mit Willy Fritsch, der zwar nur einen einzigen Satz sprach, sich darauf jedoch in einer 60er-Jahre-Schnurre als Altstar stolz berief. Das ist der erste Satz, der überhaupt in einem deutschen Tonfilm gesprochen worden ist. Aber ich spare nämlich auf ein Pferd. Sicher, es gab auch Skeptiker, die dem Tonfilm damals keine glorreiche Zukunft bescheinigten. Aber der Anfang einer neuen Ära verzauberte die Menschen, beginnend am Tag der Premiere von The Jazz Singer, heute vor 95 Jahren. But don't forget, at this theater, Al Jolson in The Jazz Singer. Good night.